Ich habe ja in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche, in irgendeiner Woche, habe ich Call of Duty Black Ops 4 gezockt und hat einer in den Kommentaren geschrieben, ey Mann, Alter, du bist so toll und so geil, kannst du mal Black Ops 3 spielen? Du bist so cool. Das hat er nicht geschrieben. Kann man BO3 noch 2022 zocken? Aber ey, ich glaube, er würde sowas schreiben. Günstige Spiele und Gutscheine könnt ihr bei Instant Gaming bestellen. Über den Link in der Videobeschreibung kannst du dir dein neues Spiel günstiger kaufen und mich dabei kostenlos unterstützen. Kuss geht raus. Catch mal so, du bist durch und herzlich willkommen zu einer neuen Review und in diesem Video sagen wir Call of Duty Black Ops 3. Oh yeah, 2015 Flashbacks, let's go. Geiler, let's go. Achso, by the way, wir machen das Video, kann man Black Ops 3 noch im Jahr 2022 zocken, falls ihr es nicht davon verstanden habt. Zombies Chronicles Kaufbelohnung. Als Dank dafür, dass die Zombie Chronicles gekauft haben, haben wir dieses Geschenk für sie. Ja. 20 Flaschen flüssiges Divinium. Alter, let's go. Ich wollte schon immer flüssiges Divinium. Geil. Oh mein Gott, ich krieg gerade fette Flashbacks. Mit sich Pulse Outrider und der Prophet Moffat. Gut, einen Typ haben wir nicht vermisst. Aus dem Kreditgeschäft habe ich mich vor Jahren zurückgezogen. Digga, es macht keinen Sinn, diese scheiß Synchro, Mann. Der hat nicht mal geredet. Der hat kurz... Das ist so, wie wenn ich sagen würde... 500 Euro Donation. Kuss, Digga. Und die Klassen VMP. Okay, M8A7. Okay, Leute, ich habe richtig Bock auf die M8A7. Wie schnell finden wir eine Lobby? Nicht... Black Ops 3 ist tot. Sprengkommando 0%. Herrschaft, komm schon. Eine Lobby. Auf Skyjack. Eine DLC-Map. Tommy Hilfiger 15. Der wird später, wenn er älter wird, seinen Namen richtig bereuen. Baby. Man kann doch hier fliegen. Oh mein Gott, es fühlt sich ganz komisch an. Oh mein Gott. Tommy Hilfiger 15 holt mich. Let's go. Schaut mal hier. Dark fucking Matter. Das einzige COD, wo ich die Dark Matter freigespielt habe. Was war das für ein Aim gerade? Jetzt mal meinen ersten Kill machen. Hallo? Darf ich einen Kill machen? Ey, dieses FOV. Dieses... Alter, warum bin ich so scheiße? Stimmt, man konnte hier Wall-Walks machen? Wandläufer machen? Es gibt wirklich Leute, die sagen, jedes Jahr ist das COD gleich. Aber spielt mal Black Ops 3 für 2 Wochen und dann Vanguard oder irgendein... und dann gab es diesen... Cerberus unterwegs. Und feindlicher Cerberus. Okay, langsam merke ich, warum ich Black Ops 3 nicht so geil fand. Also es war schon ein geiles COD, aber es war jetzt nicht so geil. Es steht 3-11. Nee, ich schäme mich, ich muss raus. Werde ich die Runde im Video zeigen? Okay, wieder reingejoint. Oh, let's go. Wie hießen die Teile? Raps? Maps? Raps zerstört 50 Punkte. Ich habe kein Visier, ich habe gar nichts. Let's go. 0,20? Du kriegst mich nicht. Ah ja. Immer einen Schritt voraus. Ja, sorry, Bro. Gut, genau. Ja, Black Ops 3 war in einer Zeit, wo Dem cool war. Und sowas, ja. Das Video ist echt gut. Also zeigt wirklich die positiven oder die negativen Seiten von Black Ops 3. Digga. Let's go. Stimmt, der kam ja neu dazu. Aktivieren Sie diesen Söldnerauftrag, um für eine Stunde Spielzeit als Blackjack zu spielen. Spieler, ziehen Sie eine zufällige Fähigkeitskarte vom Spezialstab. Drücken Sie zum erneuten Ziehen. Als das rauskam, dieser Spezialist, das war krank. Alright, eine neue Runde, neues Glück. Metro ist die Map. Metro war eine Kack-Map. Hier Walljumps, immer pre-aim, dann hier immer hochfliegen und kein Gegner. Ja, mal so viel zum Thema, kein Gegner, let's go, ich bin blind. Hier hochfliegen und... Oh mein Gott, ich lieb's. Prestige 10 Level 8, let's go. Und die Drohne rauspacken. Boop. Ja, also man muss schon sagen, Black Ops 3 bockt sich schon. Also es war schon ein geiles COD. Oh mein Gott. Ihr müsst wissen, der Reiniger in diesem Spiel ist einfach overpowered. Ihr müsst die Gegner nur ein bisschen am Schuh treffen und die verbrennen und sterben instant. Oh mein Gott. Das ist so krass. Guck mal, die werden alle sterben. Die werden alle sterben. Hellstorm, let's go. Ey, bitte Hellstorm auf mein Zeichen. Oh, wie machen wir das nochmal? Let's go. Drohne raus. Ich hab Spaß. Die Sensoren erfassen das Ziel. Okay. Da. Digga, was erfassen die Sensoren? Die machen gar nichts. Oh, diese Musik, dieses Signal, wenn er zukommt. Wir verlieren Alpha. Ich glaube nicht. Denn man springt einfach hier hoch. Und man holt XX-Sammy-XX. Wir verlieren Alpha. Schon wieder? Oh
Oh Gott, aim. Was war denn das jetzt? Ach, Sammy. Oh. Na, Bitch, please. Versuch nicht gegen mich zu spielen. Ich bin M87 Dark Matter. Nicht ich bin, ich habe eine M87 Dark Matter. Let's go. Prophet. Ich hab den Prophet, Freunde. Ich dachte, da wäre ein Gegner. Passt auf. Hier, Walt. Hä, von wo? 22,8. Ey, immerhin positiv, ne? Ey, Team, mein Team ist so useless. Zwei Leute waren hier, er legt sich nur hin. Die Manowar. Let's go. Manowar, King-Waffe. Oh, Manowar, ich hab dich vermisst, mein Schatz. Ohne raus, Sense raus. Die Animationen waren halt auch richtig geil, ne? Baby, let's go. Nebenwerte. Ich hab eine Nebenwerte geschafft. Let's go. Das Teil ist eine Todesmaschine. Ich hab zu früh losgelassen. Halbzeit 189 kann noch knapp werden, aber muss schon sagen, die Waffe schmeckt. Retzotzen alle abonnieren. Oh mein Gott. Retzotzen alle abonnieren. Ja, Karma-Schelle, Junge. Ich werde dich niemals abonnieren. Abgesichert. Dieser Kiwi Johannes hat so auf mich gewartet. Er hat so all die Jahre hat er sich darauf vorbereitet, Catch zu treffen. Catch my ass zu treffen war sein größter Traum. Und endlich hat er es geschafft. Er hat es immer geschafft. Er hat immer drauf gewettet. Sein ganzes Geld gesichert. Zibi Games, ich hasse dich. Freust dich, dass du ein Sperrbar hast, ne? Freust dich? Ja, lauf, mein Süßer. Lauf! Digga, ich dachte, ich war gerade Spider-Man, what the fuck? Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, aber da schaut gerne auf Twitch, was du jeden Monat, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr. Black Ops 3 ist im Jahr 2022 nicht mehr spielbar. Man braucht zu lang für die Lobbys. Man trifft so oft die gleichen Gegner. Der ist ziemlich nice. Flippt er vielleicht den Coin? Warte, wir warten, bis er diesen Coin flippt. Ja, Alter, yeah. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got her pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the right, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.